Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal, hier zurück in meinem Wohnzimmer. Ich würde sagen, ich habe irgendwie Bock auf ein neues, was heißt Let's Play, ja doch, Let's Play, so eine längere Serie über Surviving Mars. Ja, auch wieder ein Simulationsaufbauspiel. Ich hoffe, dass es einfach geil ist. Ich habe von vielen gehört, dass es mega Spaß macht. Deswegen dachte ich mir, machen wir darüber einfach peu à peu wieder so ein paar schöne Videos. Und für mich ist es komplett blind hier. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe es noch nie gespielt. Deswegen dachte ich mir, fangen wir einfach mal mit dem Tutorial an. Vielleicht auch für einige, die das länger nicht mehr gespielt haben und vergessen haben, vielleicht noch, wo was war. Und für mich ist es ein guter Anfang. Fangen wir hier mit so ein paar Grundlagen an. Ne? So, dass wir wissen, um was es geht. Machen wir erstmal die Grundlagen. Ich hoffe, es geht euch wie immer sonst auch gut. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich habe mega Bock auf dieses Spiel. Ich würde jetzt sagen, ich mache hier so Tutorial-Videos irgendwann später draus, wenn ich das Spiel beherrsche. Jetzt kann ich es ja noch gar nicht. Aber ich habe Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Welcome to Mars. Okay. IMM-Ausbildungssimulation. Willkommen auf dem Mars. Bei dieser Übung lernst du, wie man auf der Marsoberfläche grundlegende Ressourcen sammelt, eine kleine Basis errichtet und die Rakete betankt, um sie zur Erde zurückzuschicken. Lass uns anfangen. Effekt: In den Tutorials sind alle Erfolge deaktiviert. Okay. Okay. Also Sprachausgabe ist Englisch. Also von der Sprache her. Ist aber nicht so weiter schlimm. Oh, ich sehe gerade hier, ein Haar steht ab. Voll süß. Okay, im Verlauf der Ausbildung wirst du immer wieder Tipps wie diese erhalten. Sie enthalten nützliche Informationen darüber, wie du deine aktuellen Aufgaben erfüllen kannst. Bitte blende diesen Tipp aus, um fortzufahren. Okay. Du musst die Kamerasteuerung meistern und dich mit dem Terrain rund um den zukünftigen Koloniestandort vertraut machen. Zoome zum vorgeschlagenen Landeplatz hinein. Okay, ich muss mal kurz den Ton hier ein bisschen leiser machen. Ich hoffe, er ist nicht zu laut bei euch, aber mich sollte man gut hören. Zoome in den erkundeten Sektor hinein, um... Okay, den hier. Wir sind drin. Okay, mit WASD ist... Lenken. So können wir mit Mausrad die Maus bewegen. Reinzoomen, rauszoomen. Okay. Easy. Die Landung der Rakete. Jetzt wird es Zeit, deine erste Rakete zu landen zu lassen. Fahre fort, indem du das angeheftete Symbol auswählst, das die Rakete repräsentiert, die sich gerade im Orbit um den Mars befindet. Lass die Rakete auf dem Mars landen. Okay. Lege einen Landeplatz an der angenehmen Position fest. Ja gut. Genau getroffen. Rocket kommt. Und gelandet. Ausgeklappt. Ausgefahren. Okay. Ja, und jetzt? Cool. Da kommen kleine... Oh! Drohnen. Drohnen kommen daraus. Drohnen und Ressourcen. Und wir haben aufgesetzt. Die Rakete ist auf dem Mars gelandet. Sie ist mit Drohnen beladen, ferngesteuerten Robotern, die sich um deine Bauvorhaben und das Sammeln von Ressourcen kümmern. Das Sammeln von grundlegenden Ressourcen für die Errichtung von Gebäuden ist eines der ersten Dinge, die unsere Marsbasis benötigt. Platziere ein Metalldepot, damit die Drohnen automatisch beginnen, Metalle von den nahegelegenen Vorkommen auf der Oberfläche einzusammeln. Ziehe, lagere 5 Metalle im Metalldepot ein. Okay. Öffne das Baumenü mit Rechtsklick. Dann sollen wir hier unten draufklicken. Dann sollen wir ein Depot bauen. Ah, wow, wie viele mit Depots? Das wird... Wähle jetzt einen Ort. Stell sicher, dass es in der Nähe der Rakete befindet. Okay, keine Ahnung, ob da jetzt sowas richtig ist oder falsch. Nutze die Steuerung. Leertaste ist Pause. Plus, Minus. Okay, das ist mir zu weit weg. Also mache ich hier. Schneller. Super schnell. Super fast. Okay, und schon gehen die jetzt hier fleißig sammeln, lagern unser Metall. Ah! Guckt sie euch an. Oh.
Unsere Rakete ist mit wertvollen Ressourcen beladen, die für den Bau und die Erhaltung einer Kolonie entscheidend sind. Am Anfang ist es am besten, den Drohnen ein Universallager zuzuweisen, in dem sie die Ressourcen lagern können. Platziere ein Universallager. Okay, wir machen erstmal wieder langsam. Universallager. Bauen wir einfach mal dahinter. Neben Metallen ist Beton die andere unerlässliche Bauressource. Der Betonextraktor muss über einem Betonvorkommen oder in dessen Nähe platziert werden. Ziel, öffne das Baumenü, wähle einen Betonextraktor aus und platziere ihn an der vorgeschlagenen Position. Okay. Hier ist Produktion. Ein blinkt der Pfeil drauf. Da sollen wir ihn hin platzieren. Platzieren, abbrechen. Ah, drehen. Drehen ist so. Ah, da sehen wir dann, in welche Richtung der baut. Okay. Ja, gut. Na gut, dann gucken wir dem mal zu. Weil die bauen ja jetzt hier fleißig. Ach, die bringen da jetzt irgendwie Metalle hin. Okay. Ah, oh, wie geil das gemacht ist. Aber das hier auch, ne? Die Sonneneinstrahlung. Okay, Strom. Klingt logisch. Wie die meisten Gebäude benötigt auch der Betonextraktor Strom. Ein verlässliches Stromnetz sowie eine sichere Stromversorgung sind für den Erfolg der Kolonie unerlässlich. Stirling-Generatoren sind zwar ausgezeichnete Stromquellen, aufgrund ihrer Komplexität können sie während der frühen Phase oder der Kolonialisierung des Mars jedoch nicht gebaut werden. Daher werden sie in Form von Fertiggebauten von der Erde eingeflogen. Fertigbauten benötigen keine Ressourcen, sondern müssen lediglich von Drohnen ausgepackt und zusammengebaut werden. Wir haben dir einen Stirling-Generator-Fertigbau zur Verfügung gestellt. Ziel: Baue einen Stirling-Generator und verbinde ihn anschließend mit Hilfe eines Stromkabels mit dem Betonextraktor. Du kannst den Stirling-Generator aber auch direkt neben dem Betonextraktor platzieren, damit eine direkte Verbindung hergestellt wird. Ha! Ob das dann so schlau ist, werden wir sehen. Hier ist Strom, Stirling-Generator. Also wir können auch direkt hier hinstellen, dann kriegt er anscheinend, glaube ich... Aber wir bauen den mal irgendwie, ich weiß nicht, was noch alles kommt, irgendwie hier so hin. So. Gehen die jetzt wieder da? Ah, hier sehen wir Metalle, 3. Hier haben wir mehr Metall. Das ist das Universallager. Polymere, haben wir hier noch was in der Rakete? Nee. Uiuiui, ganz schön komplex. Okay, spulen wir mal. Die Drohnen bauen. Öffne Baumenü. Das können wir. Stromkabel. Ah, ganz einfach. Zack. Easy. 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 Okay. Los, fahrt, kleine Superdrohnen. Okay, und er arbeitet. Gesteinsabfälle und das Betondepot. Aha. Gesteinsabfälle sind ein Nebenprodukt aller Extraktoren und werden idealerweise am festgelegten Position gelagert. So kannst du sicherstellen, dass sie bei späteren Bauvorhaben nicht im Weg sind. Die Menge an Gesteinsabfällen pro Ressource hängt von der Qualität des Ressourcenvorkommens ab. Du kannst ein Ressourcenvorkommen auswählen und dir seine Qualität sowie die darin enthaltene Menge an Ressourcen ansehen. Platziere eine Mülldeponie und ein Betondepot. Okay, dann machen wir erstmal normale Geschwindigkeit. Wir müssen wieder hier rein. Depots. Beton. Ich würde sagen, nicht weit weg. Vielleicht am besten so direkt daneben. Und eine Mülldeponie. Weiß nicht, wie weit wir die wegbauen. Ich würde sagen auch erstmal, vielleicht, das wird sich später alles noch erklären. Drohnen und Drohnenhubs. Die Drohnen arbeiten innerhalb der Reichweite der Drohnenkontrolleure, denen sie zugewiesen sind, automatisch offene Aufträge ab. Aktuell sind alle Drohnen der Rakete zugewiesen. Wenn du die Rakete auswählst, siehst du die Arbeitsreichweite aller Drohnen, die ihr zugewiesen sind. Wenn die Rakete jedoch
wieder abhebt, müssen die Drohnen einem neuen Controller zuwiesen werden. Das ist logisch. Wir sollen einen Drohnenhub herstellen. Okay. Das ist logisch, wenn die Rakete weg ist. Keiner, der sagt, hier geht. Arbeiten, arbeiten. Arbeitsamt. Ich habe keine Ahnung, wo wir den hinsetzen. Wir setzen den einfach mal hier hin. Wir haben ja Platz. Wir haben ja Platz auf dem Mars. Los, geht bauen. Husch, husch. Ah, Strom. Kabel. Ach ne, brauchten wir, glaube ich, nur von hier. Wie war das? Kabel, Kabel. Stromkabel. Dach. Okay, sieht jetzt nicht so hübsch aus, muss ich sagen. Aber ist ja erstmal egal. Haben wir denn jetzt hier schon mal ein paar... Kein Beton? Haben wir hier Beton schon? Oder lagern die das hier? Ach, die lagern das hier ein. Ey, Leute, hier ist Beton. Ach, das ist der Bereich, in dem die das abarbeiten. Die Drohnen werden von Batterien angetrieben, die wieder aufgeladen werden müssen. Jeder Drohnenhub hat zwei eingebaute Aufladestationen. Wenn sich deine Kolonie jedoch vergrößert, solltest du weitere bauen. Der Bau von Aufladestationen, vor allem im Bereich mit hoher Drohnenaktivität, ist für eine effiziente Arbeit unerlässlich. Bau in der Nähe des Betonextraktors eine Aufladestation. In der Nähe. Na gut. Zack. Dran da. Eine. So, und der hat hier eine. Okay, aber was macht er jetzt? Also wenn ich das richtig verstehe, arbeiten die in der Range. Und die für den in der. Also man kann den dann irgendwie zuordnen. Aber das werden wir bestimmt noch irgendwann erfahren hier. Okay, ja. Bau mal, Atze. Bau, Wally. Okay. Auftanken der Rakete. Eine stabile Versorgungskette zwischen der Erde und dem Mars ist unerlässlich. Vor allem während der frühen Phase der Kolonialisierung. Was für ein Wort. Jede Rakete hat genügend Treibstoff für einen Flug zum Mars und muss vor Ort aufgetankt werden, um wieder zur Erde zurückzukehren. Treibstoff wird in Treibstoffraffinerien produziert. Außerdem brauchst du Wasser, um mit der Produktion beginnen zu können. Baue einen Feuchtigkeitsevaporator und danach eine Treibstoffraffinerie. Na gut. Gott, das muss ich mir alles merken. Wie viele Items, also wie viele Gebäude. Hier ist der Feuchtigkeitsvaporator. Erzeugt Wasser aus der... Okay. Ich baue den jetzt einfach mal hier mit hin. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Und eine Treibstoffraffinerie. Baue ich daneben. Mal sehen. Wird schon gebaut. Fleißige Drohnen. Die brauchen wieder ein Kabel, aber irgendwann geht uns doch hier mit dem Kabel löten. Ich glaube, man kann auch dann einfach von hier ranziehen, ne? Cool. Wo ich mich frage, ob die miteinander verbunden sind, ne? Die teilen sich ja ein Stromfeld. Kann ich das abbrechen? Abbrechen-Taste gibt's noch nicht. Boah, das Spiel wird auf jeden Fall mega komplex. Ich lasse es jetzt erstmal so bauen. Es ist ja hier... Ja. Nicht genug Strom für alle Gebäude in der Kolonie. Glücklicherweise haben wir noch einen Stirling-Generator. Oh, was für ein Glück. Ich baue den jetzt einfach hier daneben, den Wuppes. Rohre. Über ein Rohrsystem werden Wasser und Sauerstoff dorthin gebracht, wo sie benötigt werden. Der Feuchtigkeitsvaporator muss durch Rohre mit der Treibstoffraffinerie verbunden werden. Ziel: verbinde den Feuchtigkeitsvaporator mit Hilfe von Rohren mit der Treibstoffraffinerie. Okay, die sind jetzt, anscheinend haben wir jetzt automatisch mehr Strom. Hier gibt es Rohre.
Also so geht es schon mal nicht. Ach Quatsch, was mache ich denn hier? Hier vorne müssen die verbunden werden. So. Sieht kompliziert aus. Ist es auch. Das ist, wird eine heftige Nummer. Okay, die Treibstoffproduktion wurde aufgenommen. Die Drohnen werden der Rakete jetzt Treibstoff liefern. Verwende die Temposteuerung, um das Spiel damit und damit die Betankung der Rakete zu beschleunigen. Zu Demonstrationszwecken wird zur Betankung der Rakete in diesem Tutorial deutlich weniger Treibstoff benötigt. 5, bei einem normalen Durchlauf 50. Okay. So, wo sehen wir jetzt, wie voll die ist? Ah, Tanke. Tanke! Ah, wer kennt sie nicht? Die Tanke. In der Rakete. Warte auf Betanke. Na dann tank doch mal. Achso, ein Tanke haben wir schon. Ein von 5 Tanke ist drin. Okay, das ist auf jeden Fall ein komplexes Spiel. Und das ist hier noch der Anfang, ne? Das ist die Grundlage. Die Grundlage für die Kolonialisierung des Mars. Ich will mal hier gucken. Ja, so ein Kontrollsample und was wir hier so haben. Oh, das wird heftig. Das wird heftig. Aber ich bin ja gewillt, diese Herausforderung anzunehmen. Aber ich glaube, während wir hier auf die Tanke warten, ich mache einfach die Tutorials als Sondervideos. Die 5 Stück. Lagerbestand niedrig, Ressource Energy. Und wenn die 5 Stück durch sind, dann... Ja, dann mache ich das, dann machen wir mal eine eigene Kolonie. So, aber erstmal kehrt die Rakete zur Erde zurück, sie fährt die Laderampe ein und... Startet? Startet. Mission abgeschlossen. Glückwunsch, du hast das erste Tutorial abgeschlossen. Du hast gelernt, wie man einen einfachen Außenposten auf dem Mars errichtet, mit dem du Ressourcen zur weiteren Ausbreitung zum Betanken der Rakete sammeln kannst. Zusätzliche Vorräte mit Hilfe von Raketen von der Erde anzufordern, ist essentiell für eine junge Kolonie. Okay, wir gehen erstmal ins Hauptmenü zurück. Weil Tutorial 1, die Grundlagen, haben wir fertig. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Bock drauf, dass ich das so mache, dass ich diese 5 Tutorials in 5 gesonderten Videos mache. Und danach starten wir eine eigene Kolonie. Ich muss es selbst lernen, ich kenne das Spiel gar nicht, aber ich will das so erleben, beziehungsweise euch das so demonstrieren, als wenn ihr das neu anfangt. Ich will euch das ja zeigen. Und so würde ich das Spiel anfangen. Ich würde die Tutorials machen, weil ich habe keinen Plan. Man kann nicht einfach reinstarten. Da bist du halt völlig fair am Platz bei dem Spiel, glaube ich, weil es echt sehr komplex ist. Ich habe mega Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Ich werde es die nächsten Wochen jetzt, denke ich, je nachdem, wie ich dazu komme, ich muss meine Masterarbeit noch schreiben, vermehrt spielen und hochladen. Vor allen Dingen erstmal diese 5 Tutorial-Videos, die gehen ja relativ schnell abzudrehen. Ja, lasst mir mal ein Feedback da, ob ihr Bock darauf habt, dass ich das so mache. Freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Tutorial-Video hier in der Erkundung Nummer 2. Bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Ich bin erstmal raus. Ciao, ciao.